Hallo und herzlich willkommen zu Pit People, einem ganz netten Spiel, wie ich finde. Das ist von den Machern von Castle Crashers, wie man wahrscheinlich auch schon am Äußeren der Figuren sieht. Und das wollte ich heute mal in einem kleinen Video. Und da ich nicht so viele hatte, habe ich einfach die Schlangen reingenommen, die aber eigentlich extrem kacke sind. Du bist ganz schön beweglich. Aha. Okay, ich habe ein Problem. Denn die Leertaste ist mein Hotkey zum Muten. Und man muss die Leertaste drücken, um den Zug zu beenden. Okay. Dann benutze ich den Controller mal. Habe ich noch nie gemacht. du bleibst da stehen. Du bleibst da auch stehen. Du bleibst da ausstehen und du läufst dahin. Das sieht aus, als ob wir ganz schön aufs Mull bekommen. Wir müssen aber eigentlich nur die Angriffe tanken, bis irgendjemand stirbt. Oh, ich habe einen kleinen Companion bekommen. Der stirbt aber wahrscheinlich gleich wieder. Oh, ich habe noch einen bekommen. Das ist die Fähigkeit von den Schlangen übrigens. Die spawnen immer, wenn sie genug Schaden kriegen, einen von diesen Würmern. Ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich mit jemand anderem gespielt habe. Da stehen. Du kannst dich dahin bewegen. Du bewegst dich dahin und du bewegst dich dahin. Double kill, yes.
Ach ja, und der Sprecher in dem Spiel, der ist sehr angetan davon, wenn man mehr als eine Person tötet. Ich weiß noch nicht mal, ob das Geister darstellen sollen. Aber sie fliegen und bestehen aus Knochen, also ja. Gluten, du bleibst da stehen. Hahaha. So. Das Nervige nur, wenn man Dinge fangen möchte, diese kleinen Minions. Die kann man nicht steuern, wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt. Und was? 8 Zombie-Einheiten stehen wieder auf. Naja. Ergibt irgendwie Sinn, aber ist trotzdem nicht unbedingt das, was ich möchte. Zumindest haben sie nicht volles Leben. Double kill, yes. Ja. Und jetzt ist nur noch eine Einheit da. Ja, jetzt sieht man es schon. Jetzt kann man hier in diesen gelben Gefängnisfeldern mit einer Einheit, die ein Netz trägt, ihn einfangen. Das heißt, ich brauche jetzt gar nichts mehr machen. Rekrutiert. Geist. Furchterregend und ruhig spukt der Geist Schädel aus seinen Gesichtsklappen, die dem Feind sehr wahrscheinlich schwächen. Schwächungen wirken sich auf einen Prozentteil der Schadens- und Verteidigungsfähigkeit sowie der Präzision eines Kämpfers aus. Kann über Gefahren schweben. Schwach gegen Regenbögen, immun gegenüber Schwächungen. Ein Slot. Okay. Und da sieht man nochmal, wer wie viel Schaden gemacht hat, wer wie viel Schaden bekommen hat. Assist-Schaden zählt da, glaube ich, auch. Und wie viel wer geheilt hat. Und so wie der Geist da rumlag, glaube ich auch, dass Geister auch aufstehen nachher. So. So feuere ich die Kanone hier ab. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der da möchte. Oder? Oder wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Ich glaube, die Stadt war da unten. Die Sache ist die Position der Stadt, die ändert sich auch regelmäßig. Ah, Mist. Na, wir machen hier einfach ein bisschen, ne? Also. Rückt vor, meine Soldaten! In Formation bleiben! Übrigens, wenn noch mehrere Gegner leben, sorgt das Netz dafür, dass der Gegner handlungsunfähig wird. Kann ich ja auch mal zeigen. Oh, nee. Dahin und dahin. Da. Jetzt kann der nicht angreifen und sich nicht bewegen. Ja, das war auch fair.
Was? Da hinten sind ja auch noch welche. Standen die da eben auch schon? Macht sie kaputt. Ach, da kommen sie ja schon, um angegriffen zu werden. Ein Zombie schaffst du doch alleine, oder? Ja. Das Problem ist halt nur, sie sind Zombies. Und das resultiert darin, dass sie wieder aufstehen, wie wir eben festgestellt haben. Ich glaube, den Kleinen, da will ich haben. Der macht irgendwas. Es gibt ja so kleine Companions, die buffen. Darum kann ich den da schon mal festsetzen, da oben. Was anscheinend nicht funktioniert hat. Ach Mist, habe ich im Kampf eben einen Käfig bekommen? Wenn nicht, kann ich ihn nämlich gar nicht fangen. Man braucht nämlich Käfige, um Gegner abfangen zu können, logischerweise. Level up. Was? Ist irgendwo ein Gegner aufgestanden? Nee. Und da liegt sogar daran, dass ich keinen Käfig dabei habe. Schade. Macht sie nieder. Und tschüss. Absolutely wonderful. Die Starken überlegen, die unfaire Herausforderung in der Pit. Ach nee, ich habe ja noch den vollen Käfig dabei. Ach ja, hier war die Stadt. Lost. So. In die Stadt gehen wir aber nicht. Damit kann man Gegner stunnen, da kann man einfach diese durchlaufen. Wenn man mal keinen Bock auf Kämpfen hat. So, warum leuchtest du? Find the Monster Mancher und stop the... was auch immer. Die beste Synchro der Welt übrigens.
Welche Schwierigkeit hat das Ding jetzt eigentlich? Nicht, dass ich jetzt sterbe. Ach, okay. Das ist eine Mission mit Ziel. Das heißt, ich muss nur ihn besiegen. Die anderen sind scheißegal. Darum würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Hallo? Bleib mal bitte hier drüben. Autsch! Okay, vielleicht sind die anderen doch nicht so scheißegal. Toll, der andere wurde zurückgehauen und gestunt. Ich glaube, das könnten wir sogar tatsächlich verlieren. Nein. Öffnen sich einfach Programme. So. Ja. Gut, nur dass er auch normal mitkämpft. Weil dann können wir einfach so auf ihn gehen. Und wenn die weiterhin meine Schlangen verprügeln, kriege ich auch mehrere kleine Minions. Wie man sieht. Ich habe jetzt schon 4 Stück, die kommen alle nur von einer Person. Die deswegen aber auch schon fast tot ist. Man sollte sich allgemein nicht zwischen mehrere Einheiten stellen. Was habe ich mir dabei gedacht? Stell du dich mal dahin, gelooten. Ich habe noch keinen einzigen Down, oder? Ich habe da oben nur 2 Minions, die Bogenschützen angreifen. Und einen Gluten, der gleich tot ist. Ich glaube, die Mission ist wirklich noch zu hart für mich. Heil dich doch selber, Mann! Jetzt wären welche mit einer Hammerwaffe gut. Die haben nämlich Bonusschaden gegen Helme. Okay, bleib cool. Oh, ich hab's irgendwie geschafft. Okay. Und so viel Loot, dass ich alles nicht mitnehmen kann, weil meine Tasche voll ist. Clowns schmecken komisch. Aha. Ich wüsste auch nicht, wie man jetzt ein Menü öffnet, um das Inventar irgendwie zu bearbeiten. Okay, da ist was Feindliches. Und
was muss ich hier machen? Je leichter der Mensch, desto größer seine Ausweichchance. Ah. Ach so, ist das vielleicht die Mission, die wir hier hatten? Okay. Wo wir schon mal hier sind, ich glaube, so ein Pilztyp wäre auch ganz cool. Ich glaube nämlich, die können Leute vergiften. Können wir den vielleicht verschonen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der so nah bei uns. Ich glaube nicht, dass der so lange überlebt. Bis wir ihn hätten verschonen können. Ja, das waren die, die einen vergiften. Ach du mieses Etwas. Das ist eine nervige Mission. Halt Gluten eigentlich auch die kleinen Minions? Ich glaube nicht, oder? Ach, ich hab da oben ein Ziel. Ah. Hat der gerade einen von mir in Mushroom verwandelt oder warum sagt sie das? Stimmt, eine Einheit von mir ist weg. Mist. Okay, dann habe ich jetzt ein klares Ziel. Den Typen da oben. Denn Mushrooms sind böse Gegner und wenn meine Leute jetzt auch in diese Viecher verwandelt werden, ne? Brauche ich nicht unbedingt. Das rettende Level ab. Alter, das sind zu viele. Ich hoffe, der Typ hat nicht so viel Leben. Und ich weiß, dass er viel Leben haben wird. Ich meine, es ist ein Boss. Oh nee, bitte nicht. Nein.
kacke gerade. Wir müssen den irgendwie wegkriegen, bevor noch jemanden in Pilz verwandelt. Natürlich sperren die mich ein. Und mein anderer Typ ist gestunt. Nee, das schaffen wir auf keinen Fall mehr. Jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt habe ich keinen mehr zum Angreifen. Huch. Okay. Ich musste verlieren, um zu gewinnen. Wie fies. Und warum ist er jetzt einfach geplatzt? Seltsame Mission. Oh, hi. Komm schon, lad nach. So. Auf zur nächsten Mission. Wo auch immer sie ist. Und was auch immer sie ist. Ich muss unten lang. Lava-Gegend. Mieb. Einwohner von Maltensia, ihr seid bereit für die Invasion durch meine Feuermännerarmee? Nein, danke. Ich hatte mir leid, ich habe meinen Eisberg nicht darum gebeten, weiter zu driften. Vielleicht könnt ihr eure Vulkane nächstes Mal bei euch behalten. Ja, das ist das Problem. Dieses böse Land hat meine Heimat zu schmelzen gebracht. Okay. Habe ich jetzt verbündete Einheiten? Ach du Scheiße. Ey, das ist nicht cool, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich habe verbündete Einheiten. Und nur drei von meinen eigenen, weil mein Cupcake vorhin gestorben ist. Mist. Kriegen wir aber irgendwie hin. Kommt halt drauf an, wie gut die Einheiten dabei sind, mir zu helfen.
Anscheinend nicht sehr, weil sie greifen mit Feuer an und sie haben eine Resistenz gegen Feuer. Aber sie halten eine Menge aus. Tötet sie! Massenschlägerei! Ich glaube, nach dieser Mission reicht es dann auch erstmal für den Part. Na, was heißt Part? Ich mache hier nur ein Video dazu. Aber ihr wisst, was ich meine. Haben die mich gerade eingefroren? Ich frage mich manchmal auch, wodurch meine Leute Level abkriegen, wenn ich nichts mache. Ich will mich aber nicht beschweren. Der hat meine Schlange weggehauen. Das ist wirklich eine Mastschlägerei. Ich meine, ich habe so viele Verbündete und dann spawnen meine Viecher auch noch so viele. Warum arbeiten die Feuermänner überhaupt für einen Pinguin? Wir brauchen das Geld. Außerdem kann es wirklich zu viel Lava auf der Terrasse geben. Ja, ich bin sicher, es ist nicht okay. Und die frieren jetzt alle Felder ein, auf denen sie stehen, oder wie? Gerade noch rechtzeitig gemutet. Ja. Noch zu fertig. Double kill, yes. Hab ich jetzt noch den einen? Na dann. Auf ihn, würde ich mal sagen. Ich will ihn aber nicht fangen. Oh nein, sie haben mein schwaches Minion getötet. Diese Schweine. Oder eher diese Feuermänner. Wo ich mich frage, ob das einfach nur ein Übersetzungsfehler ist oder ob die zum Gag so genannt wurden. Das kann man bei dem Entwicklerstudio tatsächlich nie wissen. Gewonnen.
Okay, wurden nur zum Gag so genannt. Ach, mein Kabel kommt die ganze Zeit gegen die Maus, darum bewegt sich der Zeiger. Wow, ich hab schon wieder ein volles Inventar. Jetzt weiß ich aber, wofür diese Nitroflaschen sind. Den Kampf machen wir noch. Mann, die Bogenschützen können aber gut treffen. Man merkt den Unterschied bei normalen Einheiten und diesen Monstern, oder? Die können nur halb so weit laufen. Ja, schlagt halt meinen Typen noch weiter zusammen. Alter. Ey, der hat auch ein Netz. Heißt das, da kann Leute von mir einfallen? Und natürlich hat sie einen von mir gestunt. Wow, er freut sich, weil er einen Minion kaputtgeschlagen hat. Naja, schlagt ruhig weiter auf sie ein, ich habe da nichts gegen. Einfach aus Vorbeugung will ich den Typ mit dem Netz nicht haben. Da könntest du wahrscheinlich eh nur was machen, wenn ich nur noch eine Einheit habe, aber zur Sicherheit. Mir fällt auch gerade ein, wenn man gegen so eine Medusa kämpft und die solche Minions hat, könnte man die Minions dann auch als Einheit fangen? So viele Fragen in diesem Spiel. Und so wenig Antworten. Und als nächstes bist du dran, Freundchen. Ich glaube, der Lauten stirbt gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme.
Nee, die Einheit sollst du gerade nicht abwerfen. Nein! Einfach mal zwei Einheiten aus ihm rausgeprügelt. Drei Minions greifen erstmal einen Bogenschützen an. Und jetzt kann sich der Bogenschütze nicht mehr bewegen. Ich denke mal, es ist eine gute Taktik, weil der Typ ist fast tot. Der bringt im Kampf nicht mehr so viel. Soweit wie die Bogenschütze wegläuft, glaube ich nicht, dass mein anderer Typ nachher noch hier drüben viel reisen kann. Außer er kriegt ein Level ab und ist dadurch wieder voll geheilt. Tja, du bist verlangsamt und meine beiden haben auch einen Fernkampfangriff. Pech, was? So, wegrennen ist nicht mehr, Kumpel. Wow, das war ein perfekter Kampf. Okay. Nee. Nein. Ich will doch nur nach Hause. Lass mich in Ruhe. So viel Geld. Mist. Nee, aber hier beende ich jetzt den Part. Also, das wird langsam wirklich zu lang. Also ich hau den jetzt noch aufs Mull und wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.